Willkommen in der Sportanlage der Stadt Jeramé. Ich bin Jean-Yves Brault, der Manager dieser Anlage. Das Schwimmbad besteht aus drei Teilen. Das große Becken hinter mir mit einem Volumen von 600 Kubikmetern, ein kleines Becken mit einem Volumen von 150 Kubikmetern und ein Planschbecken mit einem Volumen von 20 Kubikmetern. Das Schwimmbad zählt jährlich etwa 80.000 Badegäste, die für verschiedene Wasseraktivitäten das Bad besuchen. Während des Baus dieser Anlage im Jahr 1980 war die Stadt wegen des nahegelegenen Sees nicht gewillt, Chlor zur Wasseraufbereitung einzusetzen. Wir sind jetzt im Technikraum des Schwimmbads, um Ihnen den Bereich der Wasseraufbereitung zu zeigen. Ich bin Claude Klein, Marketingmanager bei Prominent Frankreich. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Ozonanlage in das bestehende System eingefügt wurde. Bedenken Sie, dass das Schwimmbad seit mehr als 30 Jahren besteht. Die Installation ist alles in allem ganz einfach. Wir haben am Filterausgang einen Reaktionsbehälter aus Stahl hinzugefügt, in dem das Wasser mit Ozon angereichert wird. Das benötigte Ozon wird direkt vor Ort aus dem Sauerstoff der Luft und Elektrizität hergestellt. Die Installation ist einfach und schnell durchzuführen. Der Einbau wurde in den 3 Wochen durchgeführt, in denen das Schwimmbad jährlich geschlossen ist. Somit hatte der Kunde keinen Betriebsausfall. Wenn man eine erste Bilanz des Schwimmbadbetriebs mit der Ozonanlage zieht, stellen sich einige sehr positive Aspekte heraus. Es herrscht ein vorbildlicher Hygienestandard und ein hoher Badekomfort. Das bakteriologische Niveau ist sicher und gesundheitlich unbedenklich. Beißende Gerüche und brennende Augen gehören dank des niedrigen gebundenen Chlors der Vergangenheit an. Der zweite Aspekt ist ein finanzieller Aspekt. Es war vor allem aufgrund einer Senkung des Wasserverbrauchs um 5.000 Kubikmeter möglich, eine Einsparung von 14.000 Euro zu erzielen. Als wir von Herrn Brault kontaktiert wurden, haben wir eine umfassende Dienstleistung vorgeschlagen. Diese sah zunächst eine Machbarkeitsstudie vor, um zu klären, wie das Projekt realisierbar ist. Dann haben wir die Installation der Geräte, ihre Inbetriebnahme und die Schulung des Betriebspersonals vorgenommen. Zusätzlich wird die Anlage von unseren Servicetechnikern regelmäßig gewartet, damit der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage gewährleistet ist. Prominent. Seit mehr als 50 Jahren Ihre Experten für Dosiertechnik und Wasseraufbereitung.